Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Berichterstattung über die Endrunde zur 29. Hallenfußballstadtmeisterschaft. Wir werden einige Ausschnitte Ihnen zeigen von den Spielen, die am Freitagabend hier stattfanden. Die ersten beiden Spiele sind vorbei, da besiegte in der Gruppe 1 der Kirchhörder SC den FV Scharnhorst mit 4:0. In der Gruppe 2 Westfaler Wickede Arminia Martin mit 2:1. Und wir kommen jetzt zur Begegnung ASC 09 Dortmund, SG Phoenix Ewing. Viel Spaß. Liebe Zuschauer, das ist der Anpfiff zum vierten Spiel des heutigen Tages zwischen einem der Turnierfavoriten, nämlich dem SC Aplerbeck 09 in Blau-Weiß von links nach rechts, gegen den SG Phoenix Ewing in roter Spielkleidung. Beide Mannschaften konnten sich direkt für diese Endrunde qualifizieren und haben überzeugt. Der Phoenix Ewing hatte Anlaufschwierigkeiten in der Halle Nord in der Zwischenrunde, fing sich dann aber und steigerte sich kontinuierlich. Schiedsrichter dieser Begegnung ist Christian Naskrind vom Öspel Klei. Die erste gute Möglichkeit für den SC Aplerbeck in der zweiten Spielminute, aber schön pariert vom Torwart der SG Phoenix Ewing. In diesem Spiel sind die Spielrollen eigentlich klar verteilt. Auf der einen Seite der Westfalenligist Aplerbeck, die in der Meisterschaft im Augenblick den sechsten Platz belegen. Und auf der anderen Seite der Bezirksligist Phoenix Ewing, der nicht zufrieden ist mit dem 13. Platz, den man jetzt in der Bezirksliga Gruppe 8 belegt. Das war ein schöner Schuss, aber der Torhüter des ASC 09 Dortmund, Dominik Altfeld, konnte diesen scharfen Schuss gerade so parieren. Die erste große Chance für die SG Phoenix Ewing. Knapp 5 Minuten sind gespielt und wir sehen ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Feldvorteilen für den ASC 09. Dafür hatte die SG Phoenix Ewing die besseren Chancen. Christian Eckler, der Trainer von der SG Phoenix Ewing, der seinen Vertrag, sein Engagement verlängert hat, hat seine Mannschaft klug auf den ASC 09 eingestellt. Nun sind knapp 7 Minuten gespielt und beide Mannschaften neutralisieren sich weitestgehend, spielen taktisch klug, halten sich an die Vorgaben ihres Trainers und so sind Chancen bisher Mangelware. Aber ich hoffe, gerade in der Halle geht das ja relativ schnell. Ich hoffe, dass sich doch noch die ein oder andere spektakuläre Szene und das ein oder andere spektakuläre Tor ergeben wird. Ein schöner Schuss von Dominik Altfeld aus dem Hintergrund, aber auch dankbar für den Torhüter der Phoenix Ewing, für Timo Reinhardt. Jetzt eine große Chance, Überzahl für den ASC 09. Warum spielt er denn nicht ab? Warum ist er so eigensinnig und versucht nicht, seinen Mannschaftskollegen, der ganz klar in der besseren Position war, ins Spiel zu bringen? So konnte der Torhüter Timo Reinhardt diese Chance vereiteln. Spielzeit noch 1 Minute und 55 Sekunden. Es läuft die letzte Spielminute in der ersten Halbzeit des vierten Endrundenspiels zwischen dem SC Aplerbeck und der Phoenix Ewing. Und ich muss sagen, es steht leistungsgerecht 0:0. Bisher konnte sich keine Mannschaft entscheidend durchsetzen. Der Funke hier in der Halle ist auch noch nicht übergesprungen. Jetzt vielleicht mal die Chance. Dazu ist das Spiel viel zu taktisch geprägt. Dazu fehlt die Leidenschaft, dazu fehlt der Kampf. Beide Mannschaften halten sich wahrscheinlich
ganz sklavisch an die Vorgaben ihrer Trainer, bloß nicht verlieren. Und so steht es wirklich leistungsgerecht. 0:0. Doch dann ein Billard-Tor, ein glückliches Tor. Aber ein Tor, das 1:0 für den ASC 09 mit dem Pausenpfiff. Torschütze Simon Rudnick. Das war der Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Jetzt bin ich gespannt, wie die SG Phoenix Ewing reagieren wird. Wird man weiter so defensiv agieren oder versuchen, offensiver das Tor zu erzielen? Da war doch schon die nächste große Chance für die SG Phoenix Ewing. Da sehen Sie die Zuschauer in der gut gefüllten Helmut-Körnig-Halle, die aufmerksam, aber nicht gerade euphorisch diesem Spiel folgen. Knapp 2 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Die Phoenix Ewing im Vorwärtsgang, aber geschickt macht Aplerbeck hinten zu und so steht es immer noch 1:0. Da die Bank des ASC 09, dort herrscht Ruhe, dort herrscht Zuversicht. Gibt auch keinen Grund daran zu zweifeln und fast hätte Rafik Harlem das 2:0 für Aplerbeck erzielt. Sekunden noch zu spielen. Ja, Jungs, wenn ihr noch ein Tor erzielen wollt. Nein, man hat den Torhüter ausgewechselt. Ein Feldspieler dafür als Torhüter reingebracht. Aber auch da fehlt nur ein Fernschuss. Und der brachte keinen Erfolg. 6 Sekunden noch. Das Spiel gewinnt der ASC 09 Dortmund mit 1:0. Und damit endet die Partie. ASC 09 gegen Phoenix Ewing. Knapp mit 1:0 gegen die letzte Grüninghausen zu Weißenhofen gegen